Diesen Frühling haben wir als Team von Fotografen eine Reise quer durch die Azoren gemacht. Globetrotter hat uns dabei unterstützt, die Reise zu planen, zu organisieren und vor allem auch zu schauen, wie wir an die Orte ankommen. Dabei war Fabio Zing, der Dominik Lars aus Deutschland, der Jun Guller, der Andrin Uwe und ich, Dino Reichmund. Bei so Reisen ist bei uns als Filmemacher und Fotografen eigentlich immer das Ziel, am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein. Das Wetter auf den Azoren ist oft sehr unvorhersehbar und wild. Das ist interessant für die Fotos, weil das Licht und das Wetter immer einen grossen Teil davon ausmachen. Als erstes sind wir von Zürich nach San Miguel geflogen. San Miguel ist nicht nur gross, sondern auch die touristische Insel auf den Azoren. Aber auch auf San Miguel haben wir Orte entdecken, wo wir vorher noch nichts darüber gewusst haben. Beispielsweise ein Wasserfall in der Mitte des Dschungels. Wie ich schon angetönt habe, ist das Wetter auf den Azoren rau und wechselhaft. Das war auch der Grund, warum unser Flug auf Flores verschoben musste werden. Als wir dann auf Flores gekommen sind, sind wir sehr überrascht worden. Wir haben zwar schon über die Insel gelesen und halt recherchiert, aber nur schon der Wasserfall, den wir als erstes angeschaut haben, war riesig und hat unsere Erwartungen übertroffen. In Kombination mit dem Wetter und dem Licht war es wirklich ein einmaliger Moment, den wir uns noch lange daran erinnern werden. Nach Flores ist es auf Pico gegangen. Die Insel Pico ist vor allem speziell, weil in der Mitte ein riesiger Vulkan zu finden ist. Am ersten Tag haben wir den Vulkan leider nie gesehen, weil das Wetter einfach bedeckt war. Am zweiten Tag hingegen sind wir die Straße hochgefahren und haben da plötzlich einen riesigen Vulkan schön im Morgenlicht gesehen. Und das war sicher auch ein Highlight von der Reise, wo wir wirklich den Pico das erste Mal gesehen haben. Bei Fayal ist vor allem die Westküste interessant, weil die besteht eigentlich aus einem grossen Vulkan. Wenn man dort ankommt, findet man sich wieder in einer riesigen Marslandschaft. Alle Steine sind rot, wirklich riesige Felsen. Vor der Reise haben wir uns nicht alle gekannt, aber wenn man da so unterwegs ist, bildet man schnell ein gutes Team und hilft sich gegenseitig aus. Und unser Spirit ist auch immer ein bisschen, wir wollen die besten Aufnahmen machen, die wir können machen. Und da findet man schnell zueinander. Beim Reisen selbst ist organisatorisch eigentlich alles gut gegangen. Wir hatten einen engen Zeitplan und da war es wirklich wichtig, dass bei den Mietautos, bei den Flügen und auch bei den Unterkünften alles reibungslos funktioniert. Als Unterkünfte hatten wir keine Hotels, sondern eher kleine Häuschen, die wir gemietet haben. Beispielsweise kann ich mich zurückerinnern an einen Ort, wo wir auf einem Bauernhof übernachtet haben und unser Host hat weder Englisch noch eine andere Sprache können, mir gleichzeitig aber auch kein Portugiesisch. Bei so einer Art von Reisen ist man beim Zurückkommen oft ein bisschen mehr erschöpft, als man überhaupt gegangen ist. Gleichzeitig haben wir aber so viele Erfahrungen mitgenommen und so viele Sachen gesehen, dass sich das absolut lohnt.